Hallo und herzlich willkommen bei Andreas Rienbacher, Mr. T-Energy. Und heute das nächste Kapitel für Führungskräfte, Unternehmer und Selbstständige, das Thema Ernährung. Beim letzten Mal hatten wir die Fette, die essentiellen Fette, die Kohlenhydrate haben wir auch schon gehabt. Wir haben schon einige Themen durch zum Thema gesunde Ernährung und leistungsfördernde Ernährung, denn wir als Performer und als Leistungsträger mit viel Verantwortung haben natürlich Lust, unsere Leistung noch weiter nach oben zu treiben. Und für mich ist wichtig, dass du als Unternehmer, als Führungskraft auch die Hintergründe erfährst. Warum? Denn wenn man das Warum kennt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir es umsetzen, viel, viel größer. Denn die Ernährung ist ein Riesenhebel, wo wir an der Leistungsschraube nach oben noch maximal drehen können. So, und heute kommt das Thema Proteine. Und das Thema Proteine ist eigentlich so, für was brauchen wir überhaupt Proteine? Was sind überhaupt Proteine? Und das möchte ich heute aufklären. Also, Proteine sind auch essentiell. Das heißt, wir hatten die Kohlenhydrate, die nicht essentiell sind. Wir können also überleben ohne Kohlenhydrate. Und dann haben wir die Fette, die sind wieder essentiell. Die müssen wir dringend zuführen. Und genauso ist auch mit dem Protein. Denn Protos, das erste, kommt in ganz vielen Anteilen unseres Körpers vor, wie zum Beispiel in den Knochen, wie in der Muskulatur, in den Haut, in den Haaren, in den Fingernägeln. Protein wird benutzt, um natürlich auch Gewebshormone herzustellen. Für Enzymherstellung sind sie da. Also Proteine sind sehr, sehr wichtig. Auch ein großer Anteil unserer Proteine sind für unser Immunsystem, was momentan sowieso besonders wichtig ist. Und genau aus diesem Grund sollten wir darauf achten, dass wir ausreichend Proteine zuführen und auch darauf achten, dass die Qualität der Proteine sehr hochwertig sind. Als Performer, als Unternehmer, als Führungskraft legen wir natürlich in unserem Bereich, in unserem Businessbereich sehr viel Wert, dass wir da immer die beste Qualität abliefern. Und genau das Gleiche machen wir natürlich mit uns selbst, mit der Versorgung der Lebensmittel, der Nährstoffe, des Ernährungsverhaltens, dass wir natürlich auch diesen Ansprüchen gerecht werden. Und deswegen ist es wichtig, dass wenn wir Proteine, die im Körper zu Aminosäuren, im Dünndarm verstoffwechselt werden, nutzen, dass nämlich die Basic, der Ursprung der Proteine, sehr wertvoll ist und dass der Ursprung auch gesund ist. Denn wenn wir uns mit ungesunden Proteinen versorgen, dann ist halt die Frage, ob diese essentiellen Proteine wirklich auch diesen Wert haben, den sie haben könnten. Und das möchte ich heute aufklären. Und es gibt natürlich auch eben diese Unterschiede, woher kommt ein Protein. Also nicht nur, was die Gesundheitsorientierung anbetrifft, sondern auch der Rohstoff. Und da haben wir einmal den pflanzlichen Bereich, also Pflanzen liefern uns auch Proteine, zum Beispiel Linsen, Erbsen, Bohnen, Körner, Hanfkörner, Buchweizenkörner, was es da alles gibt, liefert uns natürlich auch ein Teil Proteine. Und diese Proteine sollten natürlich auch so gesund wie möglich sein. Das heißt, die Rohstoffe, aus denen sie gewonnen werden, sollten so hochwertig wie möglich sein. Dann haben wir also einmal dieses Paket pflanzliche Proteine aus dem pflanzlichen Bereich und dann gibt es ein Paket aus dem tierischen Bereich. Aus dem tierischen Bereich die Proteine. Woher stammen die? Die stammen aus dem Rind, die stammen aus dem Wildfleisch, die stammen aus dem Fisch, die stammen vom Hähnchen, von der Pute, von den Eiern, von der Milch, vom Käse, von der Wurst. So, und jetzt ist natürlich ganz wichtig. Ein Teil brauchen wir aus dem pflanzlichen Bereich, so gesund wie möglich, und ein Anteil brauchen wir aus dem tierischen Bereich. Und da sollen wir auch darauf achten, dass der Proteinlieferant, der uns das Protein gebracht hat, das heißt die Ursprungsform in Form von Fleisch, von Wurst oder Käse und sowas, sollte es gesund wie möglich sein. Und da ist schon mal die Frage, inwieweit die Wurst wirklich gesund ist, die mechanisch bzw. industriell verarbeitet worden ist. Das gleiche gilt natürlich auch für Fleisch. Haben wir nämlich Zuchtfleisch von Zuchttieren, die unnatürlich gefüttert werden, die in einem unnatürlichen Bereich sich aufhalten, in einem Stall, dann ist die Qualität des Proteins nicht besonders hoch und wir sollten darauf achten, dass die Qualität so hoch wie möglich ist. Also die Basic, pflanzlich oder tierisch, völlig egal, sollte immer gesund sein. Das ist die Grundvoraussetzung, dass die Aminosäuren für den Körper wichtig sind, die essentiell sind, dass die natürlich auch im Körper ihre maximale Leistung entfalten können. Und das geht immer nur dann, wenn sie so gesund wie möglich sind. Aus dem Grund macht Bio, zertifiziertes Bio, auf jeden Fall Sinn. Ganz klar, wenn wir die Möglichkeit haben, uns damit regelmäßig zu versorgen, zumindest zu Hause, ist super. In der Gastronomie ist es oftmals eine Herausforderung, da können wir nur das kleinste Übel wählen. Also, wichtig,
Ein Anteil brauchen wir pflanzliches Protein, ein Anteil brauchen wir tierisches Protein. Am besten ist die Mischung aus beidem. 30-40% pflanzliches Protein, 50-60% tierisches Protein. Warum? Die Aminosäuren, also jedes Protein wird im Körper zerlegt im Dünndarm zu einzelnen Aminosäuren. Hat natürlich eine andere Aminosäurehaltigkeit, also Pflanzen haben eine andere Aminosäurehaltigkeit wie tierisches. Die Pflanzen sind dem Menschen nicht so nah wie das Tier von der Struktur, von der Aminosäurenbilanz her, von der Grundstruktur. Also ist es gut, diese Mischung zu machen, denn das oder die Aminosäuren, die im Pflanzenbereich niedrig sind, die sind im tierischen Bereich hoch und somit ergänzen sie sich spitzenmäßig. Deswegen gibt es natürlich einen Referenzwert, das ist das Vollei, also ein Vollei mit Eigelb, Eiklar, ergibt so die biologische Wertigkeit von 100. Jetzt haben wir Pflanzenbereiche, die liegen bei 60, 70 und haben wir Tierische, die auch um die 100 sind, Rindfleisch und solche Sachen sind auch um die 100. So, und wenn wir jetzt schlau sind und kombinieren, was ja viele Menschen intuitiv machen, und tierisch und pflanzlich kombinieren, zum Beispiel Ei und Kartoffel, dann haben wir eine biologische Wertigkeit, die ist weit über 100. Und somit müssen wir von dem, was wir essen, weniger essen, um im Körper eine große Menge Protein zu bekommen, was wichtig für uns ist. Immer die Mischung macht's. Und somit 40%, 30-40% pflanzlich und 50-60% tierisches Protein. Die Rohstoffe so gesund wie möglich. Proteinzufuhr wird natürlich immer diskutiert. Es gibt so Mindestangaben, was man zuführen sollte von 0,8 Gramm nach Deutscher Gesellschaft für Ernährung. Aber das ist die Mindestzufuhr. Je nachdem, was wir haben, das ist ausschlaggebend die Körpergröße, es ist ausschlaggebend das Geschlecht, es ist ausschlaggebend der psychomentale Stress, es ist ausschlaggebend die mechanische Belastung. Also wenn jemand sehr viel intensive Arbeitsbelastung hat, nennen wir es mal nicht Stress, aber intensive Arbeitsbelastung, haben wir jemand, der körperlich noch tätig ist, in Form von Sport zum Beispiel, intensiven Sport, weil er weiß, es tut ihm gut, ist es wichtig für seine Performance. Der hat natürlich, und ist männlich, hat viel Muskelmasse, hat eigentlich einen etwas höheren Bedarf, wie es die Dame, die keinen Sport betreibt und letztendlich natürlich auch psychomental nicht die Herausforderung hat. Hat nicht eine Dame, die psychomental die Herausforderung hat, die natürlich sich mechanisch stresst durch intensiven Sport, die hat dann auch einen erhöhten Bedarf. Und diesem erhöhten Bedarf sollten wir immer gerecht werden. Denn wenn wir zu wenig Proteine zuführen, haben wir in dem Moment das Problem, dass wir eine Unterversorgung haben. Und das kann tragisch sein fürs Immunsystem, denn unser Immunsystem, das benötigt auch Protein, um entsprechend die Immunabwehr aufzubauen. Also haben wir da einen Riesenbedarf und sollten die nicht vernachlässigen. Denn da ist es ganz oft so, dass wenn ich von meinen Coaches, die entweder online oder direkt bei mir 1 zu 1 aufschlagen, ein Ernährungsprotokoll habe, stelle ich oft fest, dass die Proteinzufuhr bei weitem nicht gewährleistet ist, aber die Zuckerzufuhr, die Kohlenhydratzufuhr, die ist immer bei 100%, die ist sogar bei 150-200%. Nur Proteine kommen oft zu kurz, essentiell, und Fette auch, essentiell, kommen auch zu kurz. Also wir sollten schon einen Fokus drauf haben, dass wir regelmäßig Protein zuführen, und bei Menschen, die gesundheitsorientiert leben, die auch Sport betreiben und auch psychomentalen Stress haben beziehungsweise hohe Herausforderungen haben, sollte man achten, dass man 1,2 bis 1,5, es gibt sogar Menschen, die bis zu 2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht benötigen. Vor allem dann, wenn man auch noch eine Reduktionsdiät macht, nicht eine Reduktionsdiät, sondern sein Körpergewicht reduziert durch entsprechend Sport und durch eine entsprechende Ernährungsmaßnahme, ist so, dass der Körper auch aus Protein einen Notenergielieferanten generiert. Und genau das ist auch was, wo wir berücksichtigen sollten und entsprechend die Proteine in ausreichender Form zuführen, damit unser Körper keine Muskelsubstanz verliert, wenn es zu heftig wird, und damit wir auch genügend Material haben, um die Immunabwehr aufrechtzuerhalten und um Enzyme zu produzieren und um unsere Knochen, unsere Muskulatur, unsere Haut und Haare zu versorgen. Also ganz wichtig. Und deswegen erkennt ihr das natürlich ganz klar, Protein, Protos, das Erste, macht Sinn, den im Fokus zu haben. Das war jetzt mal so eine Gruppe Aufklärung zum Thema Protein für euch. Ich habe es so einfach wie möglich gehalten. Ich hoffe, dass ihr es soweit verstanden habt. Ihr könnt auch gerne Fragen stellen zu diesem Thema. Ansonsten, wenn du jetzt sagst, hey, lieber Andreas, das ist schön, toll, was du da ins Eis und wir hören, ist tolles Wissen, aber ich habe nicht die Zeit, mich allein damit zu beschäftigen. Ich brauche jemanden, der für mich das Ganze aufbereitet in Form von einem Trainingsplan, Ernährungsplan, einem Gespräch. Was brauche ich denn überhaupt?
dann hast du jetzt die Chance als Führungskraft, Unternehmer oder Selbstständiger, weil darauf ist dieses Programm ausgerichtet, weil da besondere Herausforderungen da sind. Dann hast du jetzt die Chance zu sagen, Achtung, Andreas-Drienbacher.com. Das ist meine Page. Da gehst du rauf und da kannst du jetzt sofort heute noch einen Termin vereinbaren. Für dein erstes 60 Minuten unverbindliches Gespräch kostet dich gar nichts, wo ich dir erkläre. Welche Strategien kannst du anwenden im Ernährungsbereich? Welche Strategien kannst du anwenden im Bereich der Bewegung, des Schlafes, der Achtsamkeit, um deine Performance, die jetzt gut ist, nochmal um 15, 20 bis zu 30% erhöhen? Und bei denen, die sich noch gar nie um dieses Thema gekümmert haben, da ist Luft nach oben, ist unglaublich. Und es gibt ganz viele, die sagen, Andreas, ich hätte gern wieder die Leistungsfähigkeit wie vor 10, 15, 20 Jahren, wo ich noch 15, 20 Kilo, 25 Kilo weniger hatte. Kriegen wir das hin? Ja, ein eindeutiges Ja. Jetzt kannst du direkt deinen Termin vereinbaren, andreas-drienbacher.com. Ich freue mich auf unser Gespräch und in Kürze geht es weiter mit dem nächsten Video, genau zu diesem Thema Ernährung. Leistungssteigerung durch Ernährung, mehr Immunstabilität, mehr Power durch eine gesunde Ernährung. Ich freue mich auf dich, mach's gut, bis bald. Hier war Andreas Drienbacher, Mr. T-Energy.